So, so, so. Und zack. Können wir auch so einen Haken damit machen? Nein, können wir nicht. Hätte ja sein können. Hello. Everybody here? So, ich glaube, hier muss ich dafür meine Engelssense benutzen. Ja. So geht's doch viel schneller. So. Cool. Ja, Dante, finde ich auch. Da ist eine verlorene Seele. Ich glaube, ich treffe ihn davon da gar nicht, aber... Scheiße, ich würde ihn... so verlockend, aber komme ich nicht ran. Ah! Umsehen lohnt sich. Umsehen lohnt sich. So, was ist das? Eine blaue Rose. Und wieder ein Flashback. Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten. Ach, wir sind schon wieder hier. Das ist schön. Ah, noch ein Ring, den wir zerstören müssen. Und der komische Opa wird uns dann böse anschauen, mal wieder. Oh! Wow! Was ist das jetzt? Ophion Engelschwung. Indem du die Ophion Peitsche auswirfst, kannst du Gegner oder Gegenstände ergreifen und Dante zu ihnen. Oh, das ist geil. Das heißt, das ist das Gegenteil. Anstatt was zu ziehen, können wir es. Yo, gefällt mir. Und hopp. Damit können wir uns zu Gegnern rüberziehen. Und ein paar Geschicklichkeitspassagen. Auch nicht schlecht. Nett. Nett. Es ist bombastisch. Hallo. Du kannst sterben. Na? Und zack. Und zack. Hallo. Oh Mann, ich liebe die Teile jetzt schon. Nein! Haha! Selbst angezündet, was? Wow! Nichts da. Passt mich nicht an. Und tschüss. Die Steuerung ist noch ein bisschen... Ja, muss ich mich noch dran gewöhnen, aber... Es läuft. Es läuft auf jeden Fall. Hallo. Was? Was? Mach kaputt! Das ist eine gute Frage, die ich auch gerne wissen würde. Der Typ guckt uns dann immer so komisch an, als hätten wir keine Ahnung, im Laden ausgeraubt. Woher kennst du meinen Namen? Hab ich gegoogelt. Unter Sohn von Spada. Gleich erster Wiki-Eintrag hier. Ah, hallo mein Freund. Hallo? Na? So,
So, für dich ist Feierabend. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Also Leute, da ist das Geld gut aufgehoben. Für alle Devil May Cry Fans. Nein, verkackte Scheiße. Ich fahre immer wieder auf denselben Trick rein. Na warte du. Jetzt gib Stress. Und tschüss. Müsste. Oh, ein Bild von ihnen. Ich erinnere mich an meine Mutter. Ihr Name war Eva. Sie gab mir das. Ich hatte auch einen Bruder. Wir waren eine Familie. Ich hatte keine Ahnung von der Gefahr, in der wir uns befanden. Die Dämonen fanden uns. Als sie einbrachen, sah ich ihn. Der Fettsack. Sie opferte sich, damit wir fliehen konnten. Ich werde nie vergessen, was er ihr antat. Unser Vater, Sparda, schaffte mich und meinen Bruder fort. Er trennte uns, versteckte uns unter den Menschen, ließ uns vergessen, um uns zu schützen. Deshalb wussten wir nichts mehr. Bis jetzt. Interessant. Versteht man wenigstens ein bisschen von der Geschichte. Ja. Eins, zwei und drei. Spinnen, 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 Spinnen. Wie gesagt, ohne euch gehe ich nirgendwo hin. Spinnies. Was steht da? Kann's nicht mehr lesen. What the fuck? Nein! Oh, scheiße. Ah. Hab ich gerade Leben verloren? Scheiße. Also wir sterben nicht, aber Leben verlieren wir. Nichts wie raus hier. Einverstanden, Dante. Stop. Nee, nee, nee. Da ist der Ausgang. Lauf, 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 lauf. Immer weiter. Ja. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Du bist mein Bruder. So ist es. Zwillingsbruder. Ich habe schon seit langer Zeit nach dir gesucht. Die haben wir von unserer Mutter. Ich glaube, sie hatte eine Vorahnung, dass wir aufeinandertreffen würden. Und unser Vater, Sparda? Verbannt, für immer. Man sagt, es wäre schlimmer als der Tod. Und er kann niemals zurück. Ich will mehr wissen. Woher kommen wir? Was ist mit uns passiert? Und vor allem, wer ist für all das verantwortlich? Da freut ihr euch, was?
Ihr habt es geschafft, Dante auf eure Seite zu ziehen. Ah, Mission abgeschlossen. Klasse. Oh, ich will jetzt wissen, was wir haben. Dreifach S, sauber. S immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe einen Schlüssel vergessen. C-Rang. Eieieiei. S-Rang. Jawohl, zwei Verbesserungen stehen aus, Leute. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich fertig mit diesem Let's Play bin, werde ich nochmal alle Schlüssel und so suchen. Ja. Ach ja, das Spiel ist so genial. Ich werde es weiterspielen, aber ich muss mir natürlich ein bisschen was aufheben. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Bei Let's Play Devil May Cry. Bis dahin, see ya, Leute.